Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat die USA, Russland und China für wachsenden Nationalismus und Egoismus kritisiert. In seiner Eröffnungsrede zur Münchner Sicherheitskonferenz sagte Steinmeier, es sei brandgefährlich, wenn weltweit gewachsenes Vertrauen durch den Rückfall in das Denken von vorgestern aufs Spiel gesetzt werde. Deutschland mahnte er, das geeinte Europa zusammenzuhalten. Die Münchner Sicherheitskonferenz gibt es seit 1963. Das Dialogforum befasst sich mit aktuellen Krisen und zukünftigen internationalen Herausforderungen. Verbindliche Beschlüsse werden in München zwar nicht gefasst. Die privat organisierte Konferenz gilt aber als Pflichtveranstaltung für Außen- und Sicherheitspolitiker weltweit. Sie tagt noch bis Sonntag. Überraschend scharf fällt in der Rede des Bundespräsidenten die Kritik an den drei Weltmächten aus. Russland habe auf der Krim militärische Gewalt zum Mittel der Politik gemacht. Chinas Vorgehen gegen Minderheiten verstöre alle. Und die USA stellten ihre eigenen Interessen über die aller anderen. Wir werden gerade Zeugen einer zunehmend destruktiven Dynamik in der Weltpolitik. Vom Ziel jedenfalls internationaler Zusammenarbeit zur Schaffung einer friedlichen Welt, von diesem Ziel entfernen wir uns von Jahr zu Jahr weiter. Gegen nationale Alleingänge und gegen das Aufkündigen internationaler Partnerschaften sei eine übernationale Rechtsordnung erforderlich, um Konflikte zu entschärfen und Kriege zu verhindern. Deutschland stehe für Europa in einer doppelten Verantwortung. Europa ist für Deutschland eben nicht nur nice to have und nicht nur wichtig, wenn andere Partnerschaften verblassen. Es ist unser stärkstes, unser elementarstes nationales Interesse. Außenminister Maas unterstützt diese Sicht. Europa müsse deshalb eine eigene Sicherheits- und Verteidigungsunion aufbauen. Er wählt dieselben Worte wie der Bundespräsident, wenn er von einem, Zitat, starken europäischen Pfeiler der NATO spricht. Und um es klar zu sagen, Deutschland ist bereit, sich stärker zu engagieren, auch militärisch. Aber dieses militärische Engagement muss eingebettet sein in eine politische Logik. Politische Logik, was heißt das? Es kann ja nur heißen, dass die Deutschen zum Beispiel die Zusage erfüllen, ihren Beitrag zur NATO zu erhöhen oder sich bei einem Scheitern der Friedensbemühungen in Libyen dort auch militärisch zu engagieren. Darauf hat die Bundesregierung bis zur Stunde keine Antwort gegeben. In der Diskussion über ihre Nachfolge an der Spitze der CDU strebt die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer eine Klärung noch vor der parlamentarischen Sommerpause an. Das sagte sie am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen. Darin kündigte sie an, sie wolle mit drei möglichen Kandidaten in der kommenden Woche Gespräche führen. Das weitere Vorgehen werde anschließend gemeinsam mit den Parteigremien entschieden. Sie muss sich auf der Sicherheitskonferenz nicht nur Fragen zur Weltlage, sondern auch zu ihrer Partei stellen. Schließlich werden die Forderungen nach einer schnellen Lösung für ihre Nachfolge als CDU-Vorsitzende lauter. Im Tagesthemeninterview verweist sie auf die Vorstandssitzung vom Montag. Das Präsidium hat mich da gebeten, keine Zeitpläne zu nennen, sondern erst die Gespräche zu führen. Das mache ich in der nächsten Woche mit den drei potenziellen Kandidaten. Einer der möglichen Kandidaten deutet im Spiegel-Interview wiederholt seine Bereitschaft an. Gesundheitsminister Spahn sagt auch, es ginge nun um die Existenz seiner Partei. Es brauche eine integrative Figur an der Spitze. Eine integrative Figur für eine verunsicherte Partei. Das will offenbar auch er sein, Friedrich Merz, gestern Abend in Berlin beim Forum Mittelstand. Der einstige Merkel-Gegner zeigt nun auch seine andere Seite. Ich habe großen Respekt auch vor der Nervenstärke von Angela Merkel, vor ihrer Uneitelkeit, vor ihrer Professionalität. Und deswegen ist bei allem, was ich auch an Sachfragen unterschiedlich beurteile, auch Angela Merkel für mich in dieser Hinsicht ein Stück Vorbild. So. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet wird ebenfalls als Kandidat gehandelt. Heute Abend bei der CDU in Hessen unterwegs. Er will sich bislang, wie auch Spahn und Merz, nicht festlegen, nicht einmal andeutungsweise. Eine Personaldebatte dürfte auch der Thüringer CDU bevorstehen. Mike Moring kündigt heute seinen Rückzug als CDU-Landeschef an und wirbt für Geschlossenheit.
Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir unsere Partei befrieden, dass die persönlichen Interessen zurückgestellt werden und dass wir zu einem gemeinsamen Weg für die Zukunft finden. Und ich möchte diesen Weg nicht im Wege stehen. Über den gemeinsamen Weg bei der Bundes-CDU will sie am Montag in einer Woche genauere Auskunft geben. Angesichts der weiter angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt hat der Bundestag eine Verlängerung und Verschärfung der sogenannten Mietpreisbremse beschlossen. Befristet ist die Regelung nun bis 2025. Sie soll einen Anstieg der Wohnungsmieten in begehrten Innenstadtlagen dämpfen. Neuverträge dürfen dort in der Regel maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Anders als bisher können Mieter künftig zu viel gezahlte Miete auch nachträglich zurückfordern. 5 Jahre gibt es die Mietpreisbremse jetzt schon. Für viele aber bleibt die Wohnungssuche Frust. Lange Schlangen, Mieten häufig kaum bezahlbar, vor allem in Ballungsräumen. Deswegen heute noch einmal eine Verlängerung mit den Stimmen von Union, Grünen und der SPD. Wir wollen verhindern, dass Menschen, wie wir in Berlin sagen, aus ihren Kiezen verdrängt werden. Und das gilt auch in anderen Städten und Ballungsräumen. Und wir wollen vor allen Dingen auch ermöglichen, dass Menschen überhaupt erst eine bezahlbare Wohnung finden. Für 5 weitere Jahre dürfen Mieten bei einer Neuvermietung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Und das ist neu. Mieter können zukünftig zu viel gezahlte Miete bis zu 2,5 Jahre nach Vertragsschluss zurückfordern. Die Union tut sich schwer mit der Bremse, sieht aber im Moment keine Alternative. Wir können natürlich nicht alle 5 Jahre die Mietpreisbremse um weitere 5 Jahre verlängern. Sondern, ja, weil es jetzt notwendig ist. Aber diese Zeit muss genutzt werden. Und zwar zum Bauen. Zu spät, zu wenig, schimpft die Linke, will auch Sanktionen bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse. Wir wollen, dass Mieten gedeckelt werden, keine Mieterhöhung über dem Inflationsausgleich. Die Mieterinnen und Mieter haben sich eine Atempause verdient. Die Liberalen hingegen lehnen solche Eingriffe in den Markt ab. Die Mietpreisbremse baut keine einzige Wohnung. Stattdessen wirkt sie für Bauleute und Handwerker einen ganzen Wirtschaftszweig ab. Bauen, bauen, bauen. Das vor allem müsse die Antwort auf die angespannte Lage sein. Autofahrer müssen bei Regelverstößen künftig mit höheren Strafen rechnen, wenn sie zum Beispiel falsch parken oder im Stau keine Rettungsgasse bieten. Das hat der Bundesrat beschlossen. Umweltfreundliche Verkehrsmittel sollen dagegen attraktiver werden. So verdoppelt der Bund etwa seine Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Außerdem soll Radfahren sicherer werden. Eine typische Situation. Fahrrad- und Autofahrer kommen sich gefährlich nahe. Deshalb soll ein Mindestabstand beim Überholen von 1,50 Meter innerorts und 2 Metern außerorts jetzt verbindlich gelten. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die der Bundesrat heute verabschiedet hat, sieht außerdem vor, ein Parkverbot von bis zu 8 Metern vor Kreuzungen. Ein grüner Pfeil soll Radfahrern das Rechtsabbiegen auch bei Rot erlauben. Und fürs Parken auf Geh- und Radwegen drohen jetzt Bußgelder bis zu 100 statt bisher 15 Euro. Das soll auch für sogenannte Schutzstreifen gelten. Hier durften Autos bisher 3 Minuten halten. Für den zuständigen Minister ein guter Tag. Weil wir gerade bei den Radfahrern erkennen, dass die Unfallbilanz in den letzten Jahren sich verschlechtert hat. Und deswegen müssen wir auch gerade den Radverkehr schützen. Und damit ist mein Versprechen auch wieder einen Schritt vorwärts gekommen, dass Deutschland Fahrradland Nummer 1 werden soll. Für Lkw gilt künftig beim Rechtsabbiegen nur noch Schrittgeschwindigkeit, wenn mit Fahrradfahrern oder Fußgängern zu rechnen ist. Grüne Landesminister im Bundesrat wären teilweise gern noch weitergegangen. Wenn wir in Städten die Grundgeschwindigkeit auf 30 reduzieren, dass wir die Zahl der tödlichen Unfälle deutlich reduzieren können. Durchzusetzen war das nicht. Genauso wenig wie Tempo 130 auf Autobahnen. Der Antrag bekam keine Mehrheit. Thüringen hatte übrigens nicht mitgestimmt. Die Plätze des Landes blieben heute leer. Der Bundesrat hat außerdem eine Neuregelung der Organspende beschlossen. Bürger werden künftig häufiger gefragt, ob sie Spender sein möchten. Auch beim umstrittenen Thema Abschuss von Wölfen gibt es eine Einigung. Die geschützten Tiere können künftig leichter getötet werden, wenn sie Nutztiere angegriffen haben. Der Bundesrat billigte zudem unter anderem die Einführung einer Wohnungslosenstatistik und ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet.
4,5 Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bietet Volkswagen mehreren hunderttausend Kunden in Deutschland eine Entschädigung an. Der Autobauer will dafür insgesamt bis zu 830 Millionen Euro ausgeben. Auf diese Summe hatte sich der Konzern bereits mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband geeinigt. Allerdings scheiterten diese Verhandlungen heute. Jetzt will VW den Kunden direkt einen Ausgleich anbieten. Am Vormittag lässt VW den Vergleich mit der Verbraucherzentrale Bundesverband platzen. Seit September wird in dem Musterfeststellungsprozess verhandelt. Zuletzt sah es nach einer Einigung aus. 830 Millionen Euro war VW bereit zu zahlen, aber nicht mehr. In der Sache hatten wir eine Verständigung erzielt. Leider ist auf den letzten Metern eine endgültige Einigung daran gescheitert, dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein für uns nicht nachvollziehbares, unbegründetes Pauschalhonorar von 50 Millionen Euro für seine Prozessvertreter wollte. Hierbei geht es vor allem um Kosten für die Abwicklung der Entschädigung. Diese will VW jetzt komplett selbst übernehmen, bietet den bis zu 460.000 Vergleichsberechtigten Ausgleichszahlungen zwischen 1.300 und 6.200 Euro an, je nach Fahrzeug und Fahrzeugalter der Dieselautos. Gehen Kunden darauf ein, so der Plan von VW, verzichten sie nach dem Musterfeststellungsprozess auf Einzelklagen. Der Bundesverband Verbraucherzentrale will das Musterfeststellungsverfahren fortsetzen. Wir gehen davon aus, dass das Oberlandesgericht Braunschweig zügig den nächsten Verhandlungstermin ansetzt. Wir werden jetzt mit aller Kraft für die höchstmögliche Entschädigung der Verbraucher vor Gericht streiten und sehen durchaus, dass die Rechtsprechung sich verbraucherfreundlich gestaltet. Das Land Niedersachsen als Anteilseigner und der Betriebsrat unterstützen das Vorgehen von VW. Welche VW-Kunden könnten von dem Entschädigungsangebot profitieren und wie kommen sie an ihr Geld? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema. Der Generalbundesanwalt hat 12 mutmaßliche Rechtsextremisten festnehmen lassen. Sie werden verdächtigt, eine Terrorzelle gegründet zu haben. Die Männer sollen Anschläge auf Politiker und Muslime geplant haben. Ziel sei es gewesen, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeizuführen, so die Bundesanwaltschaft. In 6 Bundesländern hatten Ermittler am Morgen Razzien durchgeführt. In diesem Haus bei Augsburg und an 12 weiteren Orten suchen die Ermittler heute früh nach Waffen und anderen Beweismitteln. Die Bundesanwaltschaft wirft 5 Männern vor, sich zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben. 8 weitere sollen die Gruppe unterstützt haben. Ziel der Vereinigung soll es gewesen sein, die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden. In Chatgruppen sollen sie sich über ihre Pläne ausgetauscht haben. In den Chats ist davon gesprochen worden, Politiker zu töten, Muslime zu töten. Es sollten bürgerkriegsähnliche Zustände hergestellt werden. Und auch ein Sprengstoffanschlag auf eine Moschee ist in diesen Chats nach meinen Informationen erwogen worden. Konkrete Personen oder Orte für Anschläge sollen aber noch nicht festgestanden haben. Am Mittag lässt der Generalbundesanwalt dann 12 Männer vorläufig festnehmen. Der Verdacht habe sich erhärtet. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen erklärte, einer der Beschuldigten sei Verwaltungsbeamter der nordrhein-westfälischen Polizei. Er sei sofort vom Dienst suspendiert worden. Jeder, der sich in diesem Bereich bewegt, muss wissen, die Sicherheitsbehörden sind ihm auf den Fersen. Es gibt also keinen Bereich, wo sich diese Leute sicher fühlen können, auch nicht im Internet. Morgen werden die 12 Festgenommenen zu den Ermittlungsrichtern am Bundesgerichtshof gebracht. Die entscheiden dann, ob sie auf Antrag der Bundesanwaltschaft Haftbefehle erlassen. Der englische Fußballmeister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden 2 Spielzeiten aus der Champions League ausgeschlossen worden. Das teilte die Europäische Fußballunion mit. Zudem muss der Club eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Der Verein kündigte an, Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einzulegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Februar. Auf der Vorderseite des Orkantiefs über dem Atlantik strömt am Wochenende außergewöhnlich milde Luft zu uns. Nach Mitternacht kommt ganz im Norden und Nordwesten Regen auf. Am Tag ist es dort stark bewölkt, in Schleswig-Holstein und an der Nordsee Regen. Sonst eine Mischung aus Wolken und Lichtblicken. Im Süden gibt es den meisten Sonnenschein. In der Nacht +6 bis -6 Grad, am Tag 7 Grad in der Oberpfalz, 15 Grad am Rhein. Das Orkantief sorgt am Sonntag in der Nordwesthälfte für Regen und Sturm. Richtung Süden und Südosten Sonne, Wolken und trocken bis 20 Grad.
Am Montag verlagert sich der Regen in den Süden und Südosten, sonst einzelne Schauer. Im Norden und Nordwesten ist es windig bis stürmisch. Am Dienstag wechselhaftes, windiges und wieder kälteres Wetter. Um 21.45 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. CDU in der Krise. Fragen von Ingo Zamperoni an Parteichefin Kramp-Karrenbauer am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Und Moring tritt ab. Wohin steuert die Partei jetzt in Thüringen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.